Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Traden auf Wolke 7 mit Martin Görsch. Ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wie immer, bevor ich den Bildschirm übergebe, müssen wir kurz den Risikohinweis besprechen, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute, was Martin uns gleich zeigen wird, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Das ist ganz wichtig. Ja? Sehr schön. Dann, lieber Martin, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche wie immer viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Ja, vielen Dank. So, dann suche ich mal gerade den richtigen Bildschirm. Das müsste der hier sein. Ja, passt. Alles klar. Ja, dann also vielen Dank, Nelson, für die Chance, heute hier ein paar Worte zu sagen. Ich begrüße euch erstmal alle ganz recht herzlich hier heute zum Webinar Ichimoku Kinkuhyo Trendhandel auf Wolke 7. Der Nelson war so freundlich, hat den Risikohinweis hier schon gebracht heute. Von daher blende ich das nochmal ganz kurz ein. Und dann hat sich damit auch erledigt. Ganz klar noch die Offenlegung. Ja, ich bin selbst aktiv am Markt und von daher ist es durchaus wahrscheinlich, dass ich in dem einen oder anderen Markt, in der einen oder anderen Aktie, die wir uns hier heute anschauen, Positionen halte oder zumindest plane, Positionen aufzubauen. So viel noch dazu. Dann ist es so, weil wir hier eine ganze Webinar-Reihe haben. Wir sind inzwischen am Analyse-Part angekommen bei Ichimoku. Von daher werde ich auch gar nicht mehr so viel zum Indikator sagen. Einmal ganz kurz noch hier zum Überblick, falls die Fremdworte fallen sollten. Ich werde versuchen, mich auf die Farbe der Linien zu beziehen und nicht mit den japanischen Worten hier um mich zu schmeißen. Aber einfach nur noch mal kurz zur Zusammenfassung. Ja, der wichtigste Part bei diesem Indikator, den wir uns heute hier anschauen die ganze Zeit, ist die Wolke, die sogenannte Kumo. Die ist bei mir hier immer entweder in grün oder in rot dargestellt. Dann haben wir diese beiden Durchschnittslinien quasi. Das sind Mittelwertlinien, eher Mittelwertlinien als Durchschnittslinien. Das ist die rote Linie, die Tenkan-Sen, die violette Linie, die Kichun-Sen. Und dann haben wir noch die Chikospan, das ist diese blaue Linie hier, die repräsentiert im Prinzip nur den Schlusskurs der Kerze, die wir uns hier anschauen, um 26 Perioden zurück verschoben. Ja, 26 Perioden kommt daher, dass man das Ganze häufig auf dem Wochenchart verwendet und da sind diese 26 Wochen eben genau ein halbes Jahr. Das hat sich aber auch im Tageschart bewährt, hier tatsächlich diese 26 Tage zu nehmen, von daher weichen wir davon auch nicht groß ab. Okay, ich gehe mal direkt in die Handelsplattform, wo wir uns das Ganze dann auch anschauen und werde vielleicht einmal ganz kurz sagen, was hier heute das Vorgehen sein wird. Wir machen das hier ja so, dass wir uns im Prinzip anschauen, was gibt es an neuen Handelssignalen zu diesem Indikator. Das Ganze kommt hier aus einem Add-on im Agena Trader, das nennt sich Top Trader Signals. Da gibt es in diesem Add-on Top Trader Signals gibt es einen Ichimoku Arbeitsplatz. Der sieht nicht genauso aus wie das, was wir uns hier heute anschauen, aber schon ähnlich. Und die ganzen Signale, die hier reinkommen, die ganzen potenziellen Handelssignale, die sind in diesem Add-on auch entsprechend enthalten. Ja, und das, was wir hier heute machen, ist, wir schauen einfach mal ein bisschen durch die Liste, was sich heute im Laufe des Tages und auch was sich gestern so an Setups entwickelt hat. Und ich erkläre einfach mal ganz kurz, was ich davon traden würde und was ich davon eher weglassen würde. Trades, die ich gerne nehmen würde, die bauen wir hier auch parallel gleich auf. Ja, da machen wir das so, dass wir hier direkt dann auch die Orders in die Handelsplattform legen, um diese Positionen dann auch auszuführen. Und die Positionen, die noch offen sind von den Malen davor, die besprechen wir heute noch. Und auch die, die in der Zwischenzeit geschlossen worden sind. Ja, wir machen dieses Webinar hier einmal pro Monat. Das letzte Mal hatten wir das am 22. März. Seitdem sind drei Positionen von denen, die offen waren, geschlossen worden. Da werde ich ein paar Worte zu sagen.
dass ihr einfach auch im Laufe der Zeit so ein bisschen mitkriegt, wie manage ich laufende Positionen. Ja, also das Ziel ist zum einen zu erkennen, wo entstehen Handelssignale, wo entstehen also potenzielle Setups, welche dieser Setups handle ich und warum, ja, und welche lasse ich weg und warum lasse ich sie weg. Und der dritte Part ist dann eben zu schauen, wenn Positionen aufgebaut werden, wie werden die betreut, wie werden die Stops hinterhergezogen, wie werden die Ziele gefunden und so weiter. Ja, das ist also das, worum es hier heute geht. Wenn Fragen sind, gerne in den Chat damit. Ich habe das Fragenfeld hier offen. Ich versuche das parallel immer zu beobachten und das, was an Fragen auftaucht, dann auch zeitnah zu beantworten. Ja. Gut, ich mache es im Prinzip so auch für meinen eigenen Handelsansatz, für meine eigene Analyse, dass ich immer starte mit einer Übersicht über die Gesamtmärkte. Das will ich heute auch einfach mal machen. Dafür nehme ich hier mal kurz den Ichimoku raus und das, was ich da anschaue, sind typischerweise die beiden Hauptindizes, die für den Aktienbereich, den ich handle, ausschlaggebend sind, also am wichtigsten sind. Das ist zum einen der S&P 500 und zum anderen der Nasdaq 100. Und da werfe ich den Blick immer auf die Futures, weil ich eben in diesem Bereich dann auch eher Future-Händler bin, Futures oder Options, als dass ich mich in irgendwelchen anderen Produkten da aufhalte. Und wir haben eben den Vorteil im Vergleich zu einem ETF, zum SPY oder so, dass wir hier wirklich mehr oder weniger durchgehend handeln und entsprechend wenig Kurslücken auch haben, die hier dann im Chart auftauchen. Also auf dem Wochenchart, ja, da gibt es nicht viel hier zu überlegen. Wir haben hier den großen Einbruch, der mit Beginn der Corona-Krise hier im letzten Jahr stattgefunden hat. Das war eine recht große Bewegung. Da sind wir hier vom Hoch zum Tief ungefähr 35% gefallen im S&P innerhalb von 4, 5 Wochen. Das ging sehr schnell. Damals gab es kaum jemanden, der der Meinung war, wir würden hier eine V-Korrektur sehen. Das Ganze hat sich also abgespielt hier von Erwartungen von U bis L. Ja, L würde bedeuten, wir sind hier hart runtergekommen und verweilen dann sehr, sehr lange auf niedrigem Niveau, bevor die Kurse wieder anfangen zu steigen. U würde heißen, wir sind hier runtergekommen, machen dann so eine mittelfristige Konsolidierung, Seitwärtskonsolidierung, Bodenbildung und dann geht es halt langsam wieder nach oben. Und V ist das, was wir jetzt hier sehen, ja, was wirklich dann aussieht wie ein V, was sehr schnell runtergeht und dann auch sehr schnell wieder raufgeht. Damit haben zu diesem Zeitpunkt hier tatsächlich die wenigsten Investoren und Anleger gerechnet. Ja, und auch von den ganzen Tradern, mit denen ich im Kontakt bin, war also kaum jemand dabei, der gesagt hat, boah, das ist überhaupt kein Thema. Ja, das wird sich ganz, ganz schnell wieder erholt haben. Sondern die meisten haben wirklich auf die fundamentale Lage geschaut, haben gesagt, oh, das könnte eine weltweite Pandemie werden, das könnte die Wirtschaft extrem beeinflussen, das wird eine ganze Weile dauern. Und von daher ist es umso wichtiger, dass man einen Handelsansatz hat, der einem dann tatsächlich an der Kursbewegung, an der Bewegung der Charts zeigt, dass es dann doch wieder Zeit ist zum Einsteigen, unabhängig davon, wie das Ganze fundamental aussieht, unabhängig davon, wie schwarz hier gemalt wird in den wirtschaftlichen Vorhersagen. Ja, am Ende sagen uns die Charts, was wir tun sollen. Ja, oder zumindest, was wir tun sollten. Ja, und seitdem, ja, seit Ende März ist dieser Index hier ganz klar aufwärts gerichtet. Wenn wir uns den Wochenchart anschauen, da haben wir nicht eine Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs. Ja, das die größte Korrektur, die wir mal drin hatten, die war hier von August bis Oktober 2020. Das ist hier so eine ABC-Zigzag. Ja, die hat nicht mal ein neues Tief gemacht, ist direkt wieder nach oben weitergelaufen und seitdem bewegt sich das Ganze hier Stück für Stück immer weiter nach oben. Und das ist im Prinzip genau, ja, wie zu dieser Zeit hier, 2018, 2019, wo wir eigentlich immer wieder gehört haben, die Märkte sind komplett überhitzt und das muss zurückkommen und alle rechnen mit dem großen Knall, alle rechnen mit der Korrektur. Diese Stimmen, die mehren sich jetzt schon so langsam wieder. Aber wenn ich irgendwas gelernt habe über die ganzen Jahre, die ich schon am Markt bin, dann, dass man da nicht so sehr drauf hören sollte, sondern eben tatsächlich dem folgen, was der Markt einem hier zeigt. Ja, und das ist im Wochenchart sehr, sehr deutlich.
Ja, wir sehen es hier auch an meinem Gersh-Trendindikator, ne, der hier sauber nach oben strebt. Die Amplitude nimmt sogar weiter zu. Das heißt, das Momentum ist stark und wächst auch, nimmt noch weiter zu. Also auf dem Wochenchart ist es ein ganz klares Bild und auf dem Tageschart ist das Ganze ähnlich. Ja, wir hatten jetzt auf dem Tageschart eine Situation, die ein bisschen schwieriger war. Ja, das ist diese hier gewesen, wo wir tatsächlich mal in so eine fünfwellige Abwärtssequenz reingekommen sind. Ja, da sah es so aus, als wenn wir eventuell in eine etwas größere Korrektur laufen würden. Allerdings muss man da eben auch immer mit berücksichtigen, wenn man sich die Seite anschaut, von der wir kommen. Ja, dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Das sind hier mal so die größeren Sequenzen. Und da sieht man ziemlich klar, dass der Trend, der hier läuft, im Prinzip erst beendet wäre, wenn wir hier unten drunter gelaufen wären. Das sind wir in dieser Situation nicht. Wir haben zwar eine fünfwellige Abwärtsbewegung gesehen, die ist aber sehr schnell wieder nach oben geholt worden. Und am Ende, ja, wenn wir das Ganze jetzt weiter fortführen, ja, ich mache das jetzt hier mal ein bisschen dicker. Wenn wir das Ganze hier weiter fortführen, dann haben wir hier auch direkt das neue Hoch gemacht, hatten dann hier die Korrektur. Und das ist die jetzt laufende Bewegung. Das bedeutet aber am Ende nichts anderes, als dass wir durchaus eine Marktbewegung sehen könnten, die nochmal hier in Richtung, ne, 3950, 3960 Punkte läuft, sich dann vielleicht weiter nach oben bewegt. Und das würde selbst hier am Tageschart nichts am übergeordneten Bild ändern. Ja? Und das sind so diese typischen Zeiten, wo man dann einfach hier mal mit 3-4% Korrektur im Markt rechnen muss. Ja, das ist das, was durchaus möglich, was durchaus wahrscheinlich ist. Und zwar wird das eben immer wahrscheinlicher, je weiter wir uns von den wichtigen gleitenden Durchschnitten entfernen. Und ich würde jetzt hier einfach mal so ein SMA 50 einzeichnen. Oh, das ist mal falsch. Hier sind wir richtig. So ein SMA 50, den packen wir einfach mal hier rein. Ja, und da sehen wir, wir haben uns relativ weit von diesem Durchschnitt weg entfernt. Na, und wenn wir hier so ein bisschen auf die Historie schauen, über die letzten Monate, dann sehen wir, immer wenn wir uns recht weit vom Durchschnitt entfernt haben, sind wir früher oder später hier wieder zurückgekommen. Hier haben wir uns wieder recht weit entfernt, sind wir wieder zum Durchschnitt zurückgekommen. Na, hier war es gar nicht so weit, aber das hat trotzdem gereicht, zurückzukommen. Hier das Gleiche. Und jetzt sind wir hier schon wieder eine ganze Ecke weiter weg. Also es ist durchaus möglich, dass wir hier nochmal so 1000, 200 Punkte Korrektur sehen im S&P. Das wäre nichts Ungewöhnliches. Ja, von daher immer auf die Sequenzen schauen. Ja, die letzten Sequenzen, die hier laufen, sind diese. Hatten wir gerade schon eingezeichnet. Das sind die letzten Sequenzen. Und hier ist eben die Konsequenz daraus. Beendet wäre dieser Aufwärtstrend erst unter 3850 Punkten. Ja, also long story short, das Ergebnis, was wir aus so einer kurzen Trendanalyse hier bekommen, ist, der Aufwärtstrend ist absolut intakt. Wir könnten eine mittelgroße Korrektur kriegen, ohne dass sich hier was ändert. Aber die Trade-Richtung ist eindeutig. Ja, die Trade-Richtung ist in Richtung des Trends und das heißt Long. Und das benutze ich eben dafür. Wir schauen uns das jetzt noch mal kurz im Nasdaq an. Hier haben wir den Nasdaq dazu. Ja, im Nasdaq haben wir eine etwas härtere Korrektur gesehen. Vielleicht einmal ganz kurz hier unten auf diesen Bereich achten. Ja, dieser Gersh-Trend-Indikator, der ist in dem Top-Trader-Signals-Add-on mit enthalten. Der ist da mit drin, der kann in jeden eigenen Arbeitsplatz auch mit eingebaut werden. Aber das ist ganz, ganz, ganz wichtig, hier etwas zu verstehen. Nämlich, wenn wir in eine Situation kommen, wie hier drüben, wo die Richtungen relativ schnell wechseln, ja, wo wir hier schnell von Rot auf Grün und wieder zurück auf Rot wechseln, genauso wie wir es hier auch hatten in diesem Bereich, dann sind das typischerweise
trendlose Phasen, in denen es wenig Sinn macht, in die eine oder andere Richtung sich zu positionieren, weil man dann eben häufig nochmal ausgestoppt wird, ungünstig. Und das wollen wir eigentlich nicht haben. Das heißt, wir wollen agieren in diesen Bereichen. Ja, wir wollen agieren in Bereichen, wo der Trend sehr klar ist, wo der Trend sehr deutlich ist, oder eben in solchen Bereichen wie hier jetzt, wo wir gerade wieder anfangen, in einen sehr dynamischen, sehr starken Trend zu laufen. Das sind die Bereiche, in denen wir agieren wollen. Ja, und jetzt sieht man vielleicht hier einmal kurz den Unterschied zwischen der Bewegung des Nasdaq über die letzten Wochen und der Bewegung des S&P über die letzten Wochen. Ja, hier sehen wir, der war nie wirklich in Gefahr. Na, der ist die ganze Zeit grün geblieben. Da war der Trend stabiler, da war der Trend stärker, ist sauberer gelaufen. Das heißt, für Trader, die in einem Index unterwegs sind, war das über die letzten Wochen der Markt, in dem sie drin sein sollten. Und jetzt so langsam wird eben hier auch der Nasdaq wieder interessant, ja, so seit ein paar Handelstagen. Zumindest, wenn man eben ganz, ganz, ganz streng trendfolgend unterwegs ist. Ja. Hier sah das Ganze so aus: Wir haben eine etwas größere Korrektur gesehen. Die ist hier eben auch mehrwellig gelaufen. Ja, da haben wir hier also auch so eine fünfwellige Korrektur gesehen, wie wir sie im S&P uns eben angeschaut hatten an anderer Stelle. Und das, was dann hier besonders interessant war, war eben von diesem Bereich an, ja, hier ist nochmal eine kleine ABC drin, aber von diesem Bereich an die Rückkehr hier und dann im Prinzip der Ausbruch über dieses letzte Hoch. Damit ist die erste Aufwärtssequenz wieder intakt und dann mit dem Ausbruch über dieses Hoch hier war dann auch die Abwärtssequenz gebrochen. Das heißt, an dieser Stelle hier war der Abwärtstrend gebrochen und wir waren in einer neuen intakten Aufwärtssequenz. Das hier war also der Idealpunkt zum Kaufen für diesen Breakout nach oben. Ja, aber am Ende für unsere Trendbetrachtung heißt das jetzt auch nichts anderes, als dass wir hier in einem sauberen Aufwärtstrend sind. Wir müssen allerdings auch erkennen, dass wir hier oben an einem Widerstand dran sind. Ja, das ist dieses All-Time-High, das letzte All-Time-High. Das ist ein Widerstand. Und von daher kann es passieren, ich ziehe das mal ein bisschen rüber, kann es passieren, dass wir auch hier erstmal nochmal eine Korrektur sehen, bevor wir nach oben weiterlaufen. Das wäre am Ende sogar das Idealszenario. Eigentlich wäre es am schönsten, hier nochmal eine Korrektur zu sehen, die vielleicht, wenn sie nicht so super weit läuft, ja, bis hier in diesen Kaufbereich läuft. Das hier ist ein Kaufbereich. Das fällt zusammen mit dem letzten Hoch, was wir hier gesehen haben. Das wäre so ein Traumretracement, so in dem Bereich 13.300 Punkte. Und dann die Fortsetzung nach oben. Dann wären wir weiter in einem sehr, sehr stabilen, sehr gesunden Trend unterwegs. Wenn wir jetzt direkt ausbrechen, ist es natürlich schön für alle, die schon long sind. Ich habe auch eine Long-Position im Nasdaq und habe auch einige Tech-Werte auf der Long-Seite. Also es wäre durchaus nett, ja, auch direkt hier oben durchzugehen. Das Problem ist einfach, dann wird das Trading wieder schwieriger, weil dann sind wir in einer stark überkauften Situation, und dann wird es sehr, sehr schwer, im Prinzip neue Positionen aufbauen zu können. Ja. Aber am Ende ist das Ergebnis unserer kurzen Indexanalyse, die wir jetzt gemacht haben. Die Aufwärtstrends sind dynamisch, die Aufwärtstrends sind intakt. Und deswegen sind wir heute wieder, genau wie beim letzten Mal, nur auf der Suche nach Long-Setups. Ja, wir fangen erst an, nach Short-Setups zu suchen, wenn wir sehen, dass der Trend bröckelt, wenn wir sehen, dass vielleicht sogar ein Abwärtstrend schon intakt ist. Na, dann fangen wir an gucken uns auch auf der Short-Seite mal um. Aber im Moment sieht es eben nicht danach aus, als ob dieser Aufwärtstrend bröckelt. Und deswegen wollen wir uns überwiegend noch auf der Long-Seite bewegen. Das ist zumindest mein Ansatz. Man kann das Ganze auch so ein bisschen antizyklisch fahren und kann sagen, hey, wenn wir jetzt gerade wie hier im Nasdaq in so einen Widerstandsbereich reinkommen und der Nasdaq ja auch über die Wochen davor relativ schwach war, ja, vielleicht haben wir hier eine erhöhte Chance auf so einen Bounce nach unten und suchen uns jetzt schon mal Werte, die man vielleicht aus dem Technologiebereich oder aus irgendeinem anderen schwachen Bereich, Energie war super schwach zuletzt, ja, dass man vielleicht in solche Bereiche reingeht und dann sagt, hey, zur Absicherung des Depots und um vielleicht auch ein bisschen Exposure in die Short-Richtung zu haben, suche ich auch schon mal Short-Setups. Ja, ich werde mich aber heute hier für uns
weiter erstmal auf Long Setups spezialisieren. Okay, damit haben wir also schon mal den groben Plan, was wir suchen. Wir suchen Werte, die wir kaufen können. Und da bin ich ein großer Freund davon, Stärke zu kaufen und nicht etwa Schwäche. Ich habe auch Setups, in denen ich in Retracements reingehe. Ja, aber auch da möchte ich sehen, dass wir nach einer Korrektur, nach einer Konsolidierung im Prinzip immer erstmal an einem bestimmten Level einen Breakout sehen. Ja, also ich bin bei vielen meiner Strategien so ein typischer Breakout-Trader. Das kann mal am All-Time-High sein, das kann aber auch eben an solchen Bereichen sein wie hier, den ich gerade gezeigt habe. Ja, das ist für mich auch so ein typisches Breakout-Setup. Da sehe ich aber eben auch, dass diese Aufwärtsbewegung hier weiterlaufen will, dass der Markt hier nach oben drückt. Ne? Ich würde für kurzfristige Trades nicht in solche fallenden Messer hier reingreifen, sondern ich will immer erstmal sehen, dass der Chart das im Prinzip auch widerspiegelt, dass wir wieder Druck nach oben kriegen. Und dann bin ich gerne auf der Kaufenseite unterwegs. Okay, dann gehen wir kurz über die Positionen, die geschlossen worden sind innerhalb der letzten Wochen, wo wir hier nicht im Webinar waren. Ja, das war zum einen die Facebook, die hatten wir noch offen, die hatten wir bei 241 hier gekauft. Da war das Ziel, nochmal hier oben zu diesem Bereich zu laufen. Ja, da haben wir im ersten Moment, im ersten Anlauf, lag mein Zielbereich irgendwo oben bei 310 Dollar. Dann sind wir hier nochmal deutlich nach unten gekommen, eine ganze Weile seitwärts gelaufen und dann hatte ich diesen Zielbereich hier angepasst auf knapp 303 Dollar, einfach nochmal auf den Test dieses letzten Hochs. Das ist hier geholt worden. Die Position ist also jetzt bin ich hier auf Woche, hier im Tageschart, hier sieht man es ganz gut. Ja, bin ich hier vor ein paar Tagen losgeworden am Ziel. Das war ein sehr schöner Trade, der hat einen ordentlichen Gewinn generiert. Bei zwei anderen Positionen haben wir echt Pech gehabt. Das ist einmal die Analog Devices. Die haben wir hier am 22.03. in diesem Rücksetzer hier, ich zeige es nochmal ein bisschen größer, in diesem Rücksetzer hier aufgebaut. Da hatten wir als Einstiegssetup hier einen Ausbruch aus der Wolke. Ja, der Kurs ist aus dieser grünen Wolke ausgebrochen nach oben. Wir haben das Ganze gesehen im Webinar, als wir hier so ungefähr bei 156 Dollar waren. Dann hatte ich für einen kleinen Rücksetzer hier auf 55,30 ungefähr ein Einstiegslimit gesetzt und hatte den Stop unter dieses kleine Doppeltief hier gepackt bei 147,23. Da sind wir hier wirklich ganz eng, ganz knapp ausgestoppt worden, nur damit ein Tag später das ganze Ding dann hier schon wieder ein neues Hoch gemacht hat. Ja, das erste Ziel lag hier bei 164 Dollar. Das zweite Ziel liegt bei 170 Dollar, ist am Ende jetzt aber auch egal, weil die Position nicht mehr da ist. Ja. Die zweite, die wir hatten, war die Microchip. Das ist hier auch wieder der 22. Da hatten wir auch ein Einstiegssignal hier bekommen über diese automatischen Signale, die wir uns gleich anschauen. Das Vorgehen war hier ähnlich. Ne? Wir waren relativ weit oben hier bei 156 irgendwo, als wir es gesehen haben, haben auch hier in einem Rücksetzer nochmal aufgebaut. Da lief schon eine Position, eine etwas ältere hier von 144,75 Dollar mit dem Startpunkt. Da haben wir quasi hier oben nochmal nachgelegt mit dem Ziel, dieses Hoch hier zu übertreffen bei 166. Das hat leider auch nicht funktioniert. Wir sind ausgeführt worden und dann ging es hier 3 Tage abwärts und zwar so dynamisch, dass eben dieser Stop, ja, die rote Linie, die hier drin liegt, auch wieder ganz knapp geholt worden ist. Genau wie bei der Analog Device. Es ist fast das ähnliche Bild. Wir haben hier auch sowas wie dieses Doppeltief. Ist der Kurs nochmal kurz drunter gedippt, hat uns hier rausgeholt und ja, läuft jetzt und bewegt sich quasi hier in die richtige Richtung. Ja, Microchip. Immer noch ein schönes Setup. Wenn wir hier auf den Wochenchart schauen, dann sehen wir das. Ja, eventuell sind wir jetzt einfach hier hängen geblieben, weil hier oben das letzte Hoch war an diesem Verkaufsbereich. Jetzt sehen wir hier eine Konsolidierung. Und ich schaue mal, dass ich kurz das Volumen hier mit reinhole. Ja, jetzt haben wir hier das Volumen mit drin und dann sehen wir das eigentlich ganz schön.
Ja, das, was ich gerne sehe, wir haben also einen Gersh-Trend, der hier ganz klar bullish ist. Das ist hier im unteren Bereich. Hier ist der Gersh-Trend im unteren Bereich. Oben drüber haben wir hier das Volumen laufen und wir sehen in dieser Aufwärtsbewegung, in diesen drei grünen Kerzen hier, die auch recht große Gaps hier verursacht haben, in dieser Aufwärtsbewegung haben wir ein deutlich höheres Volumen, als wir das jetzt hier in dieser Konsolidierung sehen. Ja, und ein klassischer Chart-Trader, was durchaus Setups sind, die ich auch gerne fahre. Ja, also als klassischen Chart-Trader würde ich jetzt hier diese Bull Flag sehen und würde sagen, okay, wenn wir aus der Bull Flag rauskommen und im Prinzip dieses Hoch hier, die 162,50 nehmen, könnte man hier nochmal einen Einstieg wagen. Ist aber dann auch ein deutlich aggressiverer Trade, der wird dann auch unter der Flag hier schon abgestoppt, ein bisschen unter der Flag und hat dann auch nur das Ziel, hier nochmal kurz nach oben rauszugehen, vielleicht so Richtung 169 Dollar. Ja. Aber insgesamt sieht das Ganze gar nicht so übel aus. Aber auch das für uns egal. Ja, die Position läuft nicht mehr. Wir haben die nicht mehr. Und deswegen ist das jetzt auch irrelevant. Was wir noch haben, ist die Alphabet. Ja, die ist hier schon ein bisschen länger im Depot. Die haben wir relativ früh hier schon aufgebaut. Hat sich gut entwickelt, war beim letzten Mal, als wir hier auf den Markt geschaut haben, innerhalb dieser Seitwärtsrange. Da lag unser Stop noch hier unten drunter, knapp unter 1800 Dollar. Und da hatten wir aber auch schon gesagt, ja, wenn wir den Ausbruch aus dieser Range sehen sollten, dann haben wir die Möglichkeit, hier deutlich weiter Gewinne abzusichern. Genau das ist jetzt passiert. Wir sind vor ein paar Tagen hier nach oben ausgebrochen, deutlich nach oben ausgebrochen, haben hier einen schönen, nachhaltigen Breakout. Und der Stop liegt jetzt einfach an diesen alten Zwischentiefs hier. Ja, und da machen wir im Prinzip auch nichts weiter, als diese Position per Stop-Loss immer weiter zu betreuen. Ich habe hier kein Ziel im Markt. Ja, aus einem ganz einfachen Grund. Schauen wir uns das einmal auf dem Wochenchart an. Ja, dann sehen wir sind am All-Time-High. Ja, da gibt es keine anderen Kurse mehr, die irgendwo da drüber schon mal waren. Wir sind an einem All-Time-High. Wir laufen hier fast parabolisch. Na, das sieht jetzt so aus, weil wir eben nicht im logarithmischen Chart sind. Normalerweise wäre für so eine ganz lange Ansicht der logarithmische Chart der bessere. Aber für das, was wir jetzt hier machen wollen, reicht das. Also wir haben definitiv hier nach oben keine Kursziele. Ja, und wenn man nach oben keine Kursziele hat, dann bietet es sich einfach an, mit dem Stop an den letzten Tiefs hinterherzugehen und dann schlicht den Markt entscheiden zu lassen, wann wir genug verdient haben. Ja, man sieht aber, wie stark dieser Trend hier auf dem Wochenchart noch ist. Er ist unheimlich stabil, unheimlich stark. Und dementsprechend ist das eine Position, der ich einfach gerne folgen möchte. Ja, und das werde ich hier auf dem Tageschart auch ganz simpel weiter fortsetzen. Idealfall wäre jetzt hier auch wieder eine Konsolidierung. Ja, die vielleicht hier in so einem Bereich abläuft, so ähnlich wie wir es hier auch schon gesehen haben und wie wir es auch hier schon gesehen haben. Ja, das ist so ein ganz typisches Muster momentan hier von der Alphabet-Aktie. Na, dass wir jetzt hier auch wieder so eine Konsolidierung kriegen, dann einen dynamischen Ausbruch nach oben und dann haben wir auch die Möglichkeit, hier nochmal deutlich mehr Gewinn abzusichern. Ja, im Moment geht hier nichts, da müssen wir jetzt erstmal warten. Wir haben ja gerade gesehen, der Index an sich sieht so aus, als könnten wir eine Korrektur sehen. Ja, sowohl der S&P als auch der Nasdaq sehen so ein bisschen nach möglicher Korrektur aus. Das Ganze wäre dann ja durchaus möglich, dass wir hier so eine Bewegung sehen. Na, dass wir im Prinzip diese letzten Hochs hier nochmal testen, ja, oder hier diesen Breakout-Bereich nochmal testen und dann vielleicht nach oben weiterlaufen, wenn sich die Trends denn weiterentwickeln. Ah, der Heinz hat hier irgendwie geschrieben, hallo Martin, hättest du den Stop gelockert, wenn du das gesehen hättest, oder ist der fix? Welchen Stop? Wahrscheinlich von einer der beiden, die hier ausgestoppt worden sind. Nein, also wenn ich etwas nicht mache, dann den Stop nach unten verziehen. Ja, das Problem ist immer, in dem Moment, wo wir hier eine Position aufbauen, dann haben wir ein festes Risiko im Markt. Ja, das ist hier ein Risiko von 8, 9 Dollar pro Aktie. Danach berechne ich meine Positionsgröße. Ja, ich berechne also, was ich bereit bin
auf so einen Trade zu verlieren. Danach wird die Positionsgröße berechnet. Und wenn ich jetzt irgendwo zwischendurch sagen würde, puh, okay, jetzt kommt der hier Richtung meines Stops, aber irgendwie mag ich das Setup trotzdem noch und ich nehme jetzt einfach den Stop und packe den hier unten hin, dann habe ich auf einmal ein viel größeres Risiko als das, was ich ursprünglich bereit war zu nehmen. Und das kommt bei mir nicht in Frage. Und deswegen gehört es bei mir zur Tagesordnung, auch mal wie hier ungünstig ausgestoppt zu werden und dann läuft der Trade weiter, eben ohne mich. Aber das ist eben der Preis für das Risikomanagement, was ich bezahle. Ja? Und dieses Risikomanagement ist eben unheimlich wichtig, im Sinne von sein Risk of Ruin zu kontrollieren. Ja? Also tatsächlich zu beeinflussen, aktiv zu beeinflussen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit meinem Handelsansatz pleite gehen kann, ja? Dass ich tatsächlich mein Geld verliere. Und dadurch, dass ich nun mal ein Berufshändler bin, bin ich sehr bemüht, dieses Risk of Ruin in meinem Trading-Ansatz um null zu haben, ja, dass ich also niemals mit dem, was ich riskiere pro Trade, in eine Situation kommen könnte, dass ich mein Konto verbrenne. Ja. Weil dann kann ich kein Geld mehr verdienen. Ja, und deswegen ist das hier ganz klar so: Stops, die im Markt liegen, die liegen im Markt. Und wenn ich einen Stop anpasse, dann nur in Richtung des Einstiegslevels, ja, und nie weg vom Einstiegslevel, weil dann wird das Risiko einfach größer und das möchte ich nicht. Eine weitere Position, die noch läuft, das ist die CSX Corporation. Ja, da habe ich hier so ein paar Anmerkungen drin, denn das ursprüngliche Ziel dieses Trades, als der aufgebaut worden ist, war tatsächlich nur hier raufzulaufen Richtung 95,30. Und jetzt ist das Ganze, hat sich so entwickelt, dass wir an diesem Tag hier, ja, am 22., als wir unser letztes Webinar hatten, haben wir dieses Ziel 95,30 ganz knapp verpasst. Und zu dem Zeitpunkt lag der Stop knapp hier unten drunter, ja, etwas über $90 unter diesem Level lag der Stop-Loss. Und das, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe im Prinzip abgewartet, ob dieses Ziellevel hier in dieser Tageskerze noch erreicht wird. Ist es nicht, dann haben wir am nächsten Tag hier nochmal eine weitere Konsolidierung gesehen. Und dann sah das Ganze so ein bisschen nach Bodenbildung aus, ja, dass wir also einfach nochmal einen Rücksetzer gesehen haben auf dieses, ich hole es nochmal ein bisschen größer rein, ja, auf dieses letzte Hoch hier drüben. Und dann hat sich der Trend weiter fortgesetzt. Und prinzipiell ist es hier genauso wie das, was wir uns eben angeschaut haben. Ja, wir sind in der Nähe des Allzeithochs. Und immer wenn ich mit einer Aktie in der Nähe des Allzeithochs bin, dann bin ich gerne bereit, das Risiko noch ein bisschen länger im Markt zu lassen und dafür vielleicht Richtung All-Time-High die nächste große lange Momentumbewegung noch mitnehmen zu können. Ja, und das ist genau das, was jetzt hier läuft. Ich habe also, als wir hier wieder auf dem Weg nach oben waren, das ursprüngliche Ziel aus dem Markt genommen, ja, habe den Stop angepasst an dieses letzte Tief, war damit so gut wie aus dem Risiko und bin jetzt dabei, einfach diese Position nur laufen zu lassen und im Tageschart an den letzten Tiefs hinterher zu ziehen. Ja, das Ganze liegt im Moment hier an diesem Tief. Und wenn wir hier noch ein bisschen weiterlaufen und über dieses letzte Hoch drüber gehen und die Aktie dann vielleicht sogar schon heute im Tagesverlauf ein neues All-Time-High wieder macht, dann ziehe ich den Stop noch ein bisschen weiter hinterher. Am Ende ist es aber so, das, was ich mir jetzt hier abgesichert habe durch den Stop bei 95,40, ist schon etwas mehr als mein ursprüngliches Kursziel war, 95,30. Ja, und dafür mache ich das ganz einfach immer so. Ich schaue mir die letzte Sequenz an. Und entscheide dann, wie ich mit dem Stop verfahre. Ja, und die letzte Sequenz, die wir hier drin haben, das ist diese. Dann haben wir hier das neue Hoch gemacht, hatten hier das Tief, neues Hoch, Tief, neues Hoch. Ja, und das ist im Moment die aktuelle Sequenz. Hier unten liegt der Stop. Und das, was ich gerade gesagt habe, wir haben jetzt hier ein Zwischentief ausgebildet. Und wenn wir hier das neue Hoch sehen, also über dieses letzte Hoch drüber gehen, dann kommt der Stop, ja, an dieses Level. Na, und das, was ich dann eben gerne sehen möchte, ist, dass sich im Prinzip dieser Trend einfach nur
weiter fortsetzt. Ja, und solange sich dieser Trend weiter fortsetzt, solange mache ich im Prinzip nichts anderes als immer, ja, den Stop hier knapp unterm letzten Tief hinterherzuziehen und ich lasse den Markt entscheiden, wann genug verdient ist. Ja, das ist das Verfahren, was ich anwende, wenn ich in der Nähe oder an einem All-Time-High bin. Ja, und das habe ich hier im laufenden Trade dann umgestellt und deswegen läuft diese Position noch. Das letzte, was hier noch läuft, ist Wells Fargo. Da ist der Ansatz ganz ähnlich. Ja, hier habe ich ein Kursziel und zwar hier oben bei 46,40. Das ist ziemlich weit weg, deswegen bin ich mit dem Stop auch noch sehr defensiv. Wir sind hier, nachdem wir in die Position reingegangen sind. Ja, wenn wir uns hier die letzte laufende Sequenz anschauen, dann ist das diese. Das ist der letzte Trendverlauf quasi. Der Stop lag ursprünglich hier an einem Zwischentief. Und nachdem der Markt dann bis hier oben hingelaufen ist, sich relativ weit bewegt hat, also dieses neue Hoch gemacht hat, das markiere ich auch noch mal gerne, dieses neue Hoch hier gemacht hat, habe ich den Stop hinterhergezogen hier ans letzte Tief. Ja, und der Plan ist, das Ganze einfach so weiter fortzusetzen, neues Tief, neues Hoch. Ja, und in dem Moment, wo hier ein neues Hoch kommt, na, wird dann der Stop-Loss an dieses Level hier hinterhergezogen. Ja, und das läuft dann so lange, bis wir, wenn wir Glück haben, ans Ziel kommen oder Pech haben, eben wieder ausgestoppt werden. Ist für den Trade jetzt auch nicht mehr so relevant, weil hier ein Mini-Gewinn schon abgesichert ist. Da kann uns nichts mehr passieren. Ja, diese Free-Roller sind eigentlich das, was wir als Trader gerne haben wollen. Ja, Wells Fargo, da kommen jetzt auch Zahlen. Diese Woche fangen die ganzen großen Banken an mit den Earnings Reports. Werden wir sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, ist ein bisschen unsicher, aber wenn es gute Earnings gibt und das hämmert dann hier oben über die 41,60, dann haben wir eben schon den nächsten Teil an Gewinn hier abgesichert. Okay, das sind also die Positionen, die laufen, drei sind ausgestoppt. Und jetzt schauen wir mal, was wir am Markt eventuell finden, was wir hier neu mit dazu nehmen können. Dafür gehe ich jetzt heute nicht unbedingt in den Nasdaq, sondern ich gehe hier einfach mal in den S&P 500. Vielleicht ganz kurz nochmal zu dem, was hier drüben zu sehen ist. Ich habe hier immer die Performance drauf des aktuellen Handelstages, der letzten 7 Tage und der letzten 30 Tage. Hier für die kurzfristigen Trades ist es das, was mich interessiert. Und ich habe hier immer quasi hier drüben, ja, die relative Stärke nach Levi. Habe das Ganze auf Wochensicht hier, lasse ich mir das anzeigen. Und das ist eine Variante, nach der ich sortieren kann. Ich mache das ganz gerne. Ja, nach diesem RSL mal zu sortieren und einfach mal zu schauen, was sind denn im Moment so die stärksten Aktien hier im S&P 500. Ja, und wenn wir da einfach mal über die Charts schauen jetzt, dann sehen wir, na, das ist Kohl's Corporation. Die ist sehr, sehr stark momentan. Wir haben hier TripAdvisor, die ist auf dem Wochenchart hier sehr stark, ist jetzt gerade in der Konsolidierung. L Brands, ja, genau das gleiche, extremer Wochentrend hier, sieht man auch auf dem Gersh-Trend, sehr, sehr gut, sehr sauber. Applied Materials, ja, ganz starker Wochenchart hier. Das nächste, was wir drauf haben, ist hier Marathon Oil, ja. Die gefällt mir jetzt nicht so gut, ist hier nur an so einen Widerstandsbereich gelaufen, kommt wieder runter. Aber ihr seht halt, na, das, was man bekommt, wenn man über eine ganz simple Art und Weise einfach nur nach einer relativen Stärke sich mal diese 500 Aktien sortiert, das ist das, was wir hier dann in der Reihenfolge bekommen. Dann sehe ich schon tatsächlich, welche Aktien sind gerade super stark und die möchte ich dann vielleicht auch kurzfristig mit Long Trades, mit Ausbruchstrades begleiten. Ja, und welche sind vielleicht nicht ganz so stark. Das nächste, was ich hier dann habe, ist dieses Feld Gersh Trend. Da steht dann hier entweder Gersh ab, wenn das aufwärts gerichtet ist, oder am unteren Ende, ja, geht es dann Richtung Gersh down, wenn es abwärts gerichtet ist. Und da sehen wir eben auch hier schon beim ersten Überblick über diese ganzen Aktien, wie stark der Markt im Moment ist. Denn dieses Feld Gersh up erscheint immer dann,
wenn der Gersh-Trend auf dem Tageschart und der Gersh-Trend auf dem Wochenchart in die gleiche Richtung gehen. Also beide bullish sind, beide grüne Balken haben, dann steht hier Gersh ab. Das benutze ich immer dafür, um zu sehen, ja, in so einer Aktie hier wie in der Macy's, da ist gestern ein Signal entstanden hier aus den Ichimoku-Einstiegssignalen. Und zwar ein Kumo-Breakout auf der Long-Seite. Ja, das sehen wir hier. Das war dieses Einstiegssignal. Aber wir sind hier auf dem Daily noch rot und deswegen filtere ich das schon mal raus. Ja, das ist also nichts, was ich gerne traden möchte, weil wir eben auf dem Daily noch rot sind. Und weil wir auf dem Daily rot sind, ist eben hier noch kein grünes Feld. In einer normalen Marktsituation sind das deutlich weniger Aktien, die hier in grün angezeigt werden. Aber wir haben es uns gerade angeschaut. Ja, der S&P ist super bullish, extrem stark über die letzten Tage. Der April hat richtig fett zugelegt und hat richtig stark begonnen, was am Ende auch zu erwarten war. Ja, ich mache jetzt zusammen mit dem Mike Seidel, haben wir ja einen Börsendienst in America's Most Wanted. Und da hatte ich am 1. oder 2. April unsere große Monatsanalyse reingepackt und da haben wir schon gesagt, dass wir mit einem sehr, sehr starken April rechnen, weil das einfach schon saisonal häufig so ist und eben das ganze Marktverhalten jetzt bis April im ersten Quartal war so, dass mit einem wirklich starken Aprilmonat zu rechnen ist. Werden wir jetzt sehen, wie weit sich das fortsetzt. Wir sind halt schon 4-5% vorne über den Monat jetzt in den Indizes. Das ist eine ganze Menge dafür, dass es gerade erst angefangen hat vor ein paar Tagen. Aber gut, wir werden sehen. Ist immer schwierig, ja, wenn man so eine extreme Stärke kriegt über eine kurze Zeit, dann ist halt auch die Gefahr von einem etwas größeren Rücksetzer da. Das haben wir ja eben gesehen, als wir uns die Indizes mal angeschaut haben. Okay, aber das nur am Rande, so als kleinen Tipp mal. Einfach die Watchlists, die ihr so habt, mal nach dem RSL sortieren und dann kriegt ihr schon eigentlich eine ganz gute Einteilung. Na, wenn wir mal auf die gegenüberliegende Seite gehen, also die Werte, die einen extrem schwachen RSL-Wert haben, ja, dann sehen wir halt auch, das sind die, die nach unten laufen. Na, und das heißt am Ende aber auch immer, egal was ihr für eine Marktphase habt, ihr findet häufig in beide Richtungen Trading-Chancen. Ja, solche Ausbrüche dann wie hier unter diese Tiefs oder so in in einer Aktie, die eh schon abwärts gerichtet ist, ja, ist was, was man durchaus traden kann. Aber ich habe ja gerade schon gezeigt oder gesagt, ich mache erstmal eine Gesamtmarktanalyse und entscheide eben dann, ob ich long sein will, short oder ob ich vielleicht beide Richtungen aufbaue. Und im Moment möchte ich halt noch eher long sein. Ja, aber das sind dann hier eben diese typischen Werte, die man dann findet am unteren Ende der Range, die eben in einer ganz klaren Abwärtsbewegung gerade sind. Ja. Okay, also uns interessiert prinzipiell eher das, was im oberen Bereich ist. So, aber jetzt gucken wir nach den Einstiegssignalen aus den Ichimoku-Setups. Das sind alle, die wir hier im Moment haben. Und hier ist es so, dass die hellen, die sind von gestern und die dunklen sind von heute. Das heißt, wir wollen uns mal überwiegend auf die dunklen konzentrieren. Jetzt haben wir schon gesagt, Rot interessiert uns heute nicht so sehr. Jetzt sehen wir hier aber, oh, wir haben hier einen Kumo-Breakout-Short in einer Position, die wir halten, ja, in der Activision. Da haben wir noch eine Position offen. Die fehlt übrigens hier in meiner Liste, sehe ich gerade. Die ADVI, die muss hier auf jeden Fall noch mit rein. Ja. Die ist hier aufgebaut worden in diesem Breakout, ja, und läuft da jetzt auch schon eine ganze Weile. Die hatten wir beim letzten Mal uns auch angeschaut, am 22. Da waren wir hier relativ dicht Richtung des Stop gelaufen und haben halt gesagt, ja, wenn wir Pech haben, dann wird die eben ausgestoppt. Wenn wir Glück haben, läuft die noch weiter. Die ist jetzt weitergelaufen, hat hier auch ein neues Hoch gemacht. Das heißt, man könnte prinzipiell den Stop schon an dieses Tief hinterherziehen. Ich mache das hier absichtlich noch nicht, weil ich erst sehen will, dass diese letzte Abwärtsbewegung, die hier gelaufen ist, dass die gebrochen wird und die wird erst gebrochen, wenn wir hier über die 99 drüber laufen. Ja, ich würde jetzt also gerne sehen, dass wir innerhalb der nächsten Tage hier wieder nach oben drehen, über 99 gehen und dann fange ich wieder an, meine Stops hier am Trend hinterherzuziehen. Im Moment bleibt der hier unten liegen, es ist ein guter Gewinn abgesichert und damit
es sollte man dann auch ein Stück weit zufrieden sein. Also, aber jetzt haben wir eben gesehen, hier ist heute ein Short-Signal entstanden, ein Ausbruch aus der Wolke nach unten. Und jetzt hängt es immer ein bisschen davon ab, was man für einen Handelsansatz hat, wie man damit umgeht. Görstrend wird hier auch gerade rot. Das bedeutet für mich am Ende, wenn wir unter dieses letzte Tief gehen hier, unter die 94,40 und sich Görstrend hier noch einen zweiten Tag nach unten rot weiter fortsetzt, dann würde ich höchstwahrscheinlich diese Position vorzeitig schließen und nicht darauf warten, dass dieser Stop hier geholt wird. Ja. Wir haben hier ein Umkehrsignal gekriegt in die Gegenrichtung. Hier gab es auch schon mal eins mit der Kreuzung von der violetten und der roten Linie hier nach unten. Das war das erste aggressive. Die beachte ich normalerweise nicht, weil das sehr schnell passiert. Da steige ich auch noch nicht ein in neue Positionen. Da steige ich auch aus alten Positionen nicht aus. Aber wenn wir jetzt hier deutlicher unter die Wolke wegbrechen und mein Görstrend hier 2 Tage negativ ist, dann würde ich wahrscheinlich die Position hier schließen. Okay, was haben wir an Long-Setups? Abbott gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, Abbott Laboratories hier auf dem Daily-Chart sehen wir deutlich über, auf dem Weekly-Chart deutlich über der Wolke. Wir haben selbst in diesem harten Abverkauf hier zur Corona-Krise nur eine einzige rote Trendwoche gehabt. Ja, die ist direkt in der nächsten Woche hier wieder zurückgeholt worden und der Aufwärtstrend ist hier wieder neu bestätigt worden. Da konnte man direkt wieder einsteigen, wenn man mit Hilfe des Indikators arbeitet. Dann hatten wir hier einen sehr dynamischen Ausbruch auf der Oberseite aus diesem kleinen Keil. Ja, und jetzt entwickelt sich das Ganze hier ein bisschen, wenn man sich das so trendmäßig anschauen will, ja, und man ein bisschen mit Chartmustern arbeitet. Dann sind wir hier in der Nähe eines Entscheidungslevels auf dem Wochenchart. Ja, wir sind hier in so einem Wimpel drin. Und typischerweise, wenn wir von unten kommen und laufen in so einen Wimpel, dann brechen wir häufig auch nach oben aus. Hier ist alles bullisch. Wir sind über der Wolke. Blau ist oberhalb des Kurses. Rot ist oberhalb der violetten Linie. Ja, das ist alles bullisch. Der Preis ist oberhalb der violetten. Sieht sehr, sehr gut aus auf dem Wochenchart und gefällt mir auch auf dem Tageschart ausgesprochen gut. Ja, wir sind zwar hier gerade in so einer kleinen Wechselphase vom Görsch-Trend, das sehen wir eben auch dadurch, dass wir hier seitwärts laufen, aber hier kann man jetzt noch mal besser diese letzte Bewegung beurteilen, ja, die hier so ein bisschen dreieckswimpelmäßig gelaufen ist. Und wenn wir uns jetzt den Kern der Bewegung hier anschauen, das ist dieser, ja, dann haben wir hier also mehrere Dinge. Wir haben hier so eine kleine Seitwärts-Range. Wir haben hier so ein kleines Dreieck und wir kommen aus einer Abwärtskonsolidierung. Ja, das ist hier eine ABC-Bewegung. Zeichne ich nochmal schnell ein. ABC, ja, ganz typisches Korrekturmuster. Und so eine ABC-Korrektur kann eben auch gut und gerne mal unter das letzte Trendtief gehen, kann auch den Aufwärtstrend brechen. Das, was hier passiert ist, ja, die letzte vorige Aufwärtssequenz, na, ist im Prinzip so das hier. Ja, wenn wir uns das ganz grob anschauen, das ist die Aufwärtssequenz, die ist hier gebrochen worden. Aber wir sind dann hier in so ein Dreiecksbereich reingelaufen, sind aus diesem Dreieck nach oben ausgebrochen und haben jetzt immer wieder auf diesem alten Level hier, ja, Support gefunden. Hier sind immer wieder die Käufer reingekommen und jetzt im Moment sieht das Ganze so aus, als würde die Aktie nach oben wegbrechen wollen. Ich mache mir das jetzt immer sehr einfach. Ich schaue, wo ist das nächste Ziel? Das nächste Ziel ist hier oben das letzte Hoch bei 128,40. Und ich schaue, wo ich das Ganze abstoppen müsste, wenn wir über dieses letzte Hoch hier gehen. Das ist also der etwas defensivere Einstieg, zu warten, bis wir hier drüber laufen, den Stop dann, ja, ein bisschen unter das letzte Tief zu setzen. Und dann sehen wir bis zum ersten Ziel, hier haben wir ungefähr 1 zu 1,3. Also 1,3, 1,2 zu 1, so als Chance-Risiko-Verhältnis bis 27,07 wären wir hier beim 1 zu 1. Da würden wir, wenn wir das Risiko nehmen, so viel verdienen müssen, um unser Risiko verdient zu haben. Und jetzt hatten wir beim letzten Mal ja auch schon eine ganz ähnliche Setup-Situation. Und da haben wir schon gesagt, wer also vor 4 Wochen dabei war, der weiß das vielleicht noch.
So, da hatten wir gesagt, was man durchaus machen kann, ist diesen Einstieg hier nehmen. Und dann haben wir hier unten unseren Stop, haben unser erstes Ziel hier und den machen wir mal rot. Ja, gehen da ein bisschen drunter, 1,1840. Einstieg liegt dann hier bei 1,2270, haben ein erstes Ziel hier vielleicht bei 1,2820 irgendwo in diesem Bereich. Und hier stellen wir dann nicht die ganze Position glatt, sondern nur die halbe. Ja, wir arbeiten hier immer so ungefähr mit 350, $400 Risiko. Ja, wir haben jetzt hier 4,10 $ Risiko pro Kontrakt oder pro Aktie. Das heißt, wir können hier ganz locker 100 Aktien kaufen. Ja, wenn die nach oben ausbricht, die Abbott Laboratory, dann sind wir hier ein Käufer von 100 Aktien, würden hier unten, ich nehme die Linie nochmal raus, so bei 118, knapp unter 118,40. Na, komm mal. So, immer 118,30. Verkauf, Stop. So, die verknüpfen wir hier. Ja, dass wenn die eine ausgeführt wird, dann kommt automatisch die Stop-Order hier in den Markt. Und dann packen wir uns hier oben für die Hälfte das erste Ziel rein und das zweite Ziel. Da lassen wir das Ganze laufen. Ja, das Signal, was wir hier haben, das ist somit mein Lieblingssignal eigentlich aus diesem ganzen Bereich. Ichimoku, das ist der Ausbruch aus der Wolke. Ich hatte gerade schon gesagt, die ersten Signale, die meistens kommen, die sind von Tenkan-Sen und Kijun-Sen. Die sind häufig sehr früh. Ja, und die letzten Signale, die dann kommen, das ist dann, wenn die blaue Linie über den Chart läuft. Das ist dann oft schon ein bisschen zu spät. Ja, also ich habe sehr gerne diese Breakouts aus der Wolke. Das ist ein dicker Unterstützungsbereich hier, weil die Wolke relativ dick ist. Und wenn wir aus diesem Support-Bereich rauskommen, über das letzte Hochlaufen, ich kombiniere das also hier mit der Chart-Technik, dann ist auch definitiv der Görsch-Trend wieder hier auf der grünen Seite. Und dann nehmen wir hier die Position. Das wird heute wahrscheinlich nicht mehr passieren, aber wahrscheinlich innerhalb der nächsten Tage. Electronic Arts ist der nächste Kandidat, den wir hier haben. Gefällt mir vom Trendbild her insgesamt ganz gut, gefällt mir vom Level, an dem wir uns hier befinden, überhaupt nicht, weil wir hier unten im Wochenchart an einem ganz wichtigen Widerstandsbereich sind. Ja. Sehen wir auch hier im Tageschart ganz schön. Ich zeichne den gerade mal ein. Das ist hier die große Verkaufszone. Ja, und ich möchte nicht, wenn wir hier über das Hochgehen 143,40 eine Long-Position aufbauen, die dann direkt in den nächsten Widerstand läuft. Kommt für mich nicht in Frage, deswegen ist das an der Stelle hier nicht interessant. Ja, hier ist es ganz ähnlich. Ja, das letzte Hoch hier, das ist viel zu dicht an diesem Einstiegslevel. Das macht für mich keinen Sinn, möchte ich nicht rein. Ja, wir haben hier kein schönes Dreieck, was wir traden können. Wenn wir ein sauberes Dreieck hätten, würde das Ganze anders aussehen. Das haben wir nicht. Wir müssten hier einen ganz normalen, klassischen Breakout handeln und dafür sind wir direkt hier oben schon am nächsten Widerstandsbereich. Paka, die sieht ganz nett aus. Die bricht hier jetzt gerade aus. Die könnten wir sogar direkt Market kaufen. Da haben wir allerdings das Problem, dass der Görsch-Trend hier noch negativ ist. Ja. Die würde normalerweise bei mir rausfallen, würde jetzt nicht unbedingt in diese Setup-Gruppe reinfallen. Und hier haben wir auch so eine kleine Verkaufszone. Wenn der Görsch-Trend grün wäre, würde ich die nehmen. Dann würde mich die Verkaufszone hier auch nicht stören. Der ist aber rot und deswegen fällt die leider auch weg. Dana Herr bricht geradeaus nach oben. Ist auch direkt an dem Tief dran hier. Möchte ich auch nicht unbedingt kaufen. Ja, den Ausbruch davor hier, den finde ich schöner vom Chartausbruch her. Der ist aber noch unter der Wolke. Deswegen ist der auch nicht angezeigt worden. Hier sind wir jetzt über der Wolke. Die Wolke ist auch rot. Das ist auch nicht so ideal. Fällt also auch weg.
Gehen wir auf das nächste. Alexandria Real Estate hat einen schönen Rücksetzer gemacht hier in diesem Bereich, aber wenn wir uns den Wochenchart anschauen, das Ganze läuft hier mehr oder weniger seitwärts, da ist keine Dynamik drin. Wir sehen es hier auch auf dem Tageschart, schön am Görschtrend, dass der ständig wechselt zwischen Rot und Grün. Ist nichts, was ich im Depot haben will für einen Trade, ist vielleicht für ein Investment sinnvoll, aber nicht für einen Trade. Die nächsten beiden hier kommen nicht in Frage, weil ich hier sofort schon sehe, hier drüben, ja, dass die Felder leer sind. Görschtrend ist also nicht in line quasi mit dem Tageschart und mit dem Wochenchart, deswegen kommen auch die nicht in Frage. Chimerix, da haben wir gar keine Signale mehr. Okay, hier haben wir Short-Signale. Die nächsten Long-Signale haben wir dann hier unten. Regions. Was ist das für eine Aktie? Oh, Financials, okay. Financials laufen ganz gut im Moment. Gefällt mir auch gar nicht so schlecht. Ja, da haben wir hier auf dem Weekly eine Bull Flag, aus der wir gerade ausbrechen. Das sieht ganz interessant aus. Görschtrend ist auf dem Weekly sehr, sehr stark. Wir sind deutlich oberhalb der Wolke. Rot ist über Violett, Blau ist über dem Kurs. Also der Wochenchart ist extrem stark. Und das tröstet so ein bisschen darüber hinweg, dass wir hier auf dem Tageschart gerade so eine Konsolidierungszone haben, die ziemlich trendlos verläuft. Ist am Ende aber nicht weiter schlimm, ja, weil wir eben so einen super starken Wochenchart haben. Und wenn wir uns das Ganze hier jetzt mal anschauen, dann haben wir, gehe mal kurz in mein selbstgebautes Chance-Risiko-Tool. Ja, wenn wir den Stop unter dieses letzte Tief hier platzieren, bei einem Ausbruch über 21,50, dann haben wir bis 22,50 hier die 1 zu 1. Das heißt, das würde nur zum Traden in Frage kommen, wenn wir ein sinnvolles zweites Ziel finden würden. Und das müssten wir uns jetzt hier auf dem Wochenchart suchen. Und dann sehen wir, ah, hier drüben haben wir noch welche. Ich wollte schon sagen, wir sind am All-Time-High, aber wir sind nicht am All-Time-High. Ich nehme den mal kurz weg, dass wir hier ein bisschen mehr Platz kriegen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal kurz mit einem kleinen Trick an. Wir markieren uns hier das letzte Hoch. Ungefähr in diesem Bereich würde ja unser Ziel liegen. Und jetzt gehen wir hier mal in die große Finanzkrise 2007, 2008 rein. Ja, da sieht man mal schön, wie Werte hier zusammengeprügelt werden können. Ja, da kommen wir hier oben von $39 und sind runtergegangen in diesem Wert, ja, bis auf $2,50. Wer also hier oben noch versucht hat, den letzten Breakout zu kaufen, der war dann nachher hier ungefähr 90% unter Wasser im Depot. Und diese Werte brauchen dann zum Teil ewig, ja, um sich wieder zu erholen. Hier scheint sich jetzt grundlegend irgendwas verändert zu haben. Ja, wir sind hier jetzt rauf von knapp $7 bis auf $22. Das ist also auch eine deutliche Bewegung. Ja, da haben wir hier 220% Bewegung seit dem letzten Tief. Aber ich benutze dann sowas hier ganz gerne, um einfach zu schauen, wo könnten denn dann die nächsten Ziele liegen aus der Vergangenheit. Ja, da haben wir hier oben noch was bei 24,20. Das ist das nächste Hoch hier auf dem Wochenchart. Also dieser Bereich, um $24, der könnte noch ganz interessant sein. Und wenn wir hier mal reingehen, um $24, da liegen wir bei einem 2,5 zu 1 zu unserem ursprünglichen Trade. Das heißt, den könnten wir hier durchaus aufbauen. Ich werde das auch einfach mal machen. Wir haben hier ungefähr $1 Risiko. Das heißt, wir kaufen, ja, 300 Aktien. Dann haben wir ein Risiko von $300. Und setzen eben dann unseren Stop hier $1 tiefer auf 20,53. Verkauf. Stop. Den machen wir aus. Das wollen wir nicht.
300 und 300. Und jetzt verknüpfen wir die wieder. Zack. Okay. Ja, dem würde ich jetzt hier, naja, vielleicht 2 Tage Zeit geben, über diese 21,50 drüber zu laufen. Dann würde ich das erste Ziel für 150 dieser Aktien hier auf 22,53 packen. Und den Rest würde ich versuchen zu trailen bis in den 24er-Bereich hier. Ja. Das wäre also der zweite Trade, den wir hier für heute drin hätten. Jetzt kommen wir hier anscheinend in den Bereich der Financials. Ja, jetzt haben wir hier Citizens Financials. Sieht vom Bild her ähnlich aus, ist aber weniger schön, weil wir hier wirklich keinen vernünftigen Closing-Kurs oben haben, sondern wir kommen hier direkt im Tageschart wieder nach unten. Ist also nichts, was mich hier interessiert. Ja, gefällt mir einfach vom Tageschart her nicht so sehr das Bild, aber wir sehen im Groben, sieht das ähnlich aus. Ja, wir haben hier diese Bullflag auf dem Wochenchart, sind dabei hier auszubrechen, aber wir haben gerade die Regions schon reingelegt. Das sollte reichen. Huntington sieht interessant aus, der Breakout, aber es ist am Ende das gleiche Problem. Ja, wir haben hier kein schönes Ziellevel und das, was wir hier bieten könnten, das ist sehr, sehr dicht dran. Das heißt, hier müssten wir direkt auf den Breakout gehen, der dann auch weiter nach oben läuft. Und wir sehen auf dem Wochenchart hier von 2018, wie wichtig dieses Level ist, an dem wir uns da jetzt befinden. Ganz, ganz starkes Widerstandslevel. Deswegen haben wir jetzt hier auch wieder den Kurs abgewiesen gekriegt, sind jetzt hier schon wieder 5 Wochen dabei zu versuchen, über dieses Level zu kommen. Ist nichts, was mir hier gefällt. Marriott International ist natürlich ein schönes Reopening-Play. Der gefällt mir ganz gut, weil ich zeichne hier mal das letzte Hoch ein vor dem Corona-Crash. Ja, das war hier ein All-Time-High, wenn ich mich nicht irre, in der Marriott. Ja, das ist das All-Time-High. Und hier ist es jetzt ganz interessant, dass wir eine mehrwöchige Konsolidierung im Bereich dieses All-Time-Highs sehen. Das müssen wir uns jetzt auf dem Tageschart anschauen. Das sieht auf dem Wochenchart echt schlimm aus. Ja, hier sind kaum Kerzenkörper, riesig lange Dochte. Gefällt mir gar nicht. Aber auf dem Tageschart ist das ganz brauchbar. Ja, auf dem Tageschart haben wir hier unten die klare Begrenzung mit dem Doppelboden quasi. Und haben hier oben ja diese fallende Trendlinie. Der aggressive Einstieg würde jetzt hier in diesem Bereich liegen, 153,50 mit dem Stop hier unten bei 145 ungefähr. Erstes Ziel wäre hier oben. Da schauen wir jetzt mal kurz mit dem Chance-Risiko-Tool, ob das passt. Ja, und das passt eben nicht, weil wir müssten alleine für ein 1:1 Chance-Risiko müssten wir hier schon ein neues All-Time-High machen. Und sowas mag ich nicht so gerne in der Konsolidierung. Ja, dann hätte ich lieber, dass die Konsolidierung größer ist, vielleicht bis in diesen Bereich läuft, wir dann eine neue Sequenz bekommen und wir dann wieder viel Platz haben bis nach oben. Also lasse ich diesen Trade of Marriott hier auch weg. Discovery. Ähnlich, ja. War ein schönes Rücksetzerlevel hier, ist ein schönes Doppeltief, aber wir sind einfach zu dicht an diesem Widerstandsbereich dran. Ich hatte das schon befürchtet, ja, als wir uns eben die Charts angeguckt haben von den Indizes, ja, wo wir relativ schnell festgestellt haben, wir sind an Bereichen, wo durchaus Retracements möglich sind, dass das schwierig wird, hier Trades zu finden, Positionen zu finden. Visa, oh, hätte ich gerne früher gesehen hier, ja, in dem Bereich 2015. Ja, Visa-Mörderaktie, also wirklich toll, fundamental auch sehr, sehr gut. Na, wenn wir uns das anschauen, wie die letzten Jahre gelaufen ist, hier ganz hervorragend. Ich nehme mal kurz den Ichimoku raus, dann wird das Bild ein bisschen klarer. Ja, ganz hervorragend. Wir haben jetzt hier das Problem, dass wir auf dem Weekly in einen Keil reinlaufen. Ja, und Keile sind prinzipiell, wenn sie auftauchen, erstmal nicht besonders bullish. Wenn ihr euch aber mal den Kursverlauf anschaut vom S&P 500 und den Kursverlauf vom Dow Jones, dann werdet ihr sehen, die sind in der gleichen Zeit auch in so einen Keil reingelaufen und die sind alle nach oben ausgebrochen, was dann natürlich super bullish ist.
Ja, jetzt könnte man hier warten, bis die Visa nach oben ausbricht, aber ich bin kein Freund davon, eine Aktie, ja, die hier seit 11 Dollar straight up ist, an so einem Ausbruchslevel hier oben zu kaufen, zumal, was hier besonders wichtig ist, na, zumal wir hier gesehen haben, bei jedem kleinen Breakout, der kommt, hier an den Hochs, hier, dieser Break, ja, wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Aktie hier reagiert hat, jetzt habe ich es weggemacht, zeichne die nochmal kurz ein. Na, das eine ist gar kein neues Hoch. Das hier war das neue Hoch. Hier war das neue Hoch. Und hier war das neue Hoch. Und wenn wir uns hier jetzt anschauen, wie die Aktie reagiert hat, deutlicher Rücksetzer, deutlicher Rücksetzer, deutlicher Rücksetzer. Die werden zwar kleiner, aber deswegen möchte ich an diesem Bereich hier keine Ausbrüche mehr handeln. Ja, weil damit zu rechnen ist, dass der nächste Ausbruch, der hier nach oben läuft, ja, vielleicht auch ein bisschen drüber geht bis 2,30 oder so und dann erstmal so eine Bewegung wieder folgt hier. Na, genau das Konzept, was wir hier vorher auch gesehen haben. Das sind so typische dynamische Gewinnmitnahmen dann, ja, wo einfach die Trader nochmal ein neues Hoch sehen wollen und dann ihre Positionen auflösen. Das sind also klassische Retracement-Märkte. Die möchte man in den Retracements kaufen. Ja, so eine Aktie möchte ich hier im Retracement kaufen, hier im Retracement, hier im Retracement. Ja, aber nicht hier oben, wenn die schon wieder dabei sind, kurz vor dem nächsten Ausbruch zu stehen. Ich glaube schon, dass die weiter steigt. Das ist gar nicht der Punkt, um den es hier geht, sondern ich möchte einfach an diesem Level hier keinen kurzfristigen Trade aufbauen. Okay, schauen wir mal, ob wir noch was finden. Die Chico Cross lassen wir weg. Wir schauen uns einfach nochmal die Breakouts an. Von gestern, da haben wir hier die Abiomed. Na, die steht hier auch direkt an dem Widerstand. Die hätten wir auch gestern nicht gekauft. IGP kommt heute dynamisch runter. Ist eh nichts für uns. Apple, ja, hätte mir auch hier unten schon besser gefallen. Haben wir jetzt genau das gleiche Problem wie das, was wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben heute. Wir laufen hier in einen Widerstandsbereich. Ganz klarer Widerstandsbereich. Wir kommen von oben. Starke Dynamik, Seitwärtskorrektur und hier folgt die nächste starke Dynamik. Verkaufszone. Ja, wollen wir nicht einsteigen. Autodesk sieht stark aus, ist an einem Widerstandsbereich, wollen wir nicht einsteigen. Intuitive Surgical sieht stark aus, ist an einem Widerstandsbereich. Ja, wir haben überall das gleiche Bild hier. Wir haben überall das gleiche Bild. Fällt leider alles aus. Die fällt sowieso aus, weil die ist im intakten Abwärtstrend. Die wollen wir gar nicht sehen. Pfizer gefällt mir hier jetzt gut. Also, das ist die letzte, die wir uns hier anschauen für heute. Wir haben schon 10 nach. Pfizer. Auf dem Weekly sehen wir, dass wir aus dieser meiner Meinung nach völlig überzogenen Abwärtsbewegung kommen. Ja, wer meine anderen Portfolios verfolgt, bei America's Most Wanted, bei Next Markets, ja, der weiß, dass ich hier im Moment Positionen laufen habe. Dieser Abverkauf war meiner Meinung nach völlig überzogen. Ja, das war hier so ein bisschen Freude auf den Impfstoff, ja, der hier kommt oder gekommen ist von Pfizer BioNTech. Und das ist dann hier in einer starken Ernüchterung geendet, hat sogar dieses letzte Tief unterschritten, ja, völlig sinnloserweise eigentlich. Die Zahlen waren gar nicht so verkehrt. Und jetzt sind wir hier seit einigen Wochen in einem schönen, frischen, in einer schönen, frischen Trendbewegung. Görsch-Trend ist noch nicht bullisch, ist noch nicht positiv. Aber wenn wir jetzt hier eine positive Woche bekommen, und das sieht heute so ein bisschen danach aus, ja, dann sehen wir, wir kommen hier schon ganz leicht in den positiven Bereich rein. Die letzten beiden hier, die waren quasi neutral. Hier waren wir dann auf dem Nullpunkt schon in dieser Woche. Und in der nächsten Woche, wenn die jetzt grün endet, haben wir dann am Ende der Woche hier den grünen Balken nach oben. Deswegen wäre das für mich hier schon noch in Ordnung. Und auf dem Daily sehen wir, haben wir hier gewechselt Ende März, ja, auf den bullischen Bereich. Und das, was mir jetzt hier ganz gut gefällt, ist diese Range, aus der wir jetzt hier zusätzlich nach oben ausbrechen. Ja, wir haben ein bisschen das Problem, dass diese Wolke hier sehr lang gezogen ist und dass die auch rot ist. Das ist also kein Ideal-Setup. Aber
Wir haben meiner Meinung nach sehr viel Platz hier nach oben, so bis in den Bereich $40, den die Aktie vielleicht wieder sehen will. Ja, das wäre hier mal so ein Zielbereich um $40. Da können wir sogar noch ein bisschen drunter gehen, dass wir an diese letzten Lows hier rankommen. Da sind wir so bei 39,80. Und wir können hier mit einem recht kontrollierten Risiko arbeiten. Wenn wir also jetzt darauf warten, dass wir über diese Momentumkerze hier nach oben ausbrechen und unseren Stop hier unten drunter platzieren, meinetwegen bei 35,70, ja, oder vielleicht noch unter diese Momentumkerze 35,60, dann haben wir bis zum Ziel hier deutlich mehr als ein 2 zu 1. Das ist fast ein 2,5 zu 1. Und da müssen wir gar nicht so oft richtig liegen, um damit am Ende Geld zu verdienen. Und deswegen legen wir dieses Ding jetzt hier auch noch rein als letztes für heute. Ja, wir haben hier ein Risiko von einem Dollar 24. Ich möchte das gerne ein bisschen kleiner halten, das Risk. Also nehmen wir hier auch bei 300 Stück haben wir 360, $380 Risiko. Das ist in Ordnung. Also gehen wir hier auf 36,85. Haben hier die 300 Aktien drin und gehen mit dem Stop hier in den Bereich 35,60 für an 300. Verknüpfen das auch wieder. Ja, und haben dann das Ziel hier oben in diesem Bereich 39,90 zu laufen. Okay. Das sind unsere drei Trades hier für heute. Wir haben Pfizer, wir haben Abbott und wir haben Regions. Okay, und dann schauen wir mal zum nächsten Termin, was da draus wird. Der nächste Termin ist am 10.05. Wer sich dieses Add-on einfach mal anschauen will, der kann das entweder machen direkt über einen Agena Trader. Da kann man eine 2 Wochen Demo beantragen, kostenfrei. Und wer das Ganze gerne für 3 Monate haben möchte, der kann das auch machen. Und zwar über diesen auf meiner Website hier, über den Punkt Handelskonto FX Flat. Ja, wenn wir da drauf gehen, sehen wir hier Agena Trader Top Trader Singles für 3 Monate kostenlos in Verbindung mit einer FX Flat Kontoeröffnung. Ja, und dann kann man das Ganze für 3 Monate benutzen. Wenn man das dann danach weiter nutzen möchte, wenn man merkt, dass es tatsächlich was bringt, dann liegen wir da, glaube ich, so bei 29 €, die das Ganze monatlich kostet. Da sind dann eben nicht nur diese Ichimoku-Arbeitsplätze drin, da ist der Gersh-Trendindikator drin, da sind 10 verschiedene Handelssignale für Aktien drin, von Linda Raschke, von Larry Williams, von Toby Crable. Da sind also verschiedene Setups programmiert, die im Handbuch auch alle sehr, sehr genau beschrieben sind, auch wie man die tradet. Ist eine interessante Geschichte, würde ich jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen, der sich im Bereich Aktien umtun will. Und ist eben eine sehr günstige Variante, das Ganze mal zu probieren. Okay, dann bleibt mir im Prinzip hier nichts weiter zu sagen als besten Dank für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch eine super erfolgreiche Handelswoche. Ja, entschuldige mich für die kleine zeitliche Verzögerung hier heute, kleines bisschen überziehen, aber wir haben eben viel zu besprechen gehabt. Denke, ich werde das beim nächsten Mal ein bisschen einkürzen mit den Positionen, die schon offen sind, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben für die eigentliche Ichimoku-Analyse. Okay. Dann, Nelson, ich weiß nicht, ob du noch da bist oder ob du schon Ja, eingeschlafen selbstverständlich. Ach, auf gar keinen Fall. Ich kann dir stundenlang zuhören. Dass du jetzt hier überzogen hast, überhaupt nicht schlimm. Vielen, vielen Dank für das Webinar. Ich will dich gar nicht unterbrechen, aber dann nutze ich mal eben die Zeit und verabschiede mich. Natürlich auch allen Teilnehmern ein riesen Dankeschön, dass sie live dabei waren und die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Ich wünsche eine erfolgreiche Woche. Dir natürlich auch, lieber Martin. Und du hast jetzt wieder das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, da kann ich auch gar nicht mehr viel sagen. Also ich wünsche, wie gesagt, allen eine erfolgreiche Handelswoche, die diese Woche noch am Markt sind und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin dann von mir alles Gute. Bye bye.